Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Um was geht's heute? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich saß vorhin im Auto und ich war kurz einkaufen und da ist mir so ein Satz in den Sinn gekommen und der lautet wie folgt: Ich war nur so oft mutig, weil ich so oft Angst hatte. Ich konnte nur so oft mutig sein, weil ich so oft Angst hatte. Ohne Angst haben wir keinen Mut. Und häufig betrachten wir mutige Menschen von außen und bewundern sie für ihren Mut. Und wir erkennen aber nicht, welche Angst dahinter steckt. Welche Angst sie angetrieben hat oder motiviert hat, was zu schaffen. Wir sehen nur das Ergebnis oder wir sehen nur den Mut. Und es gibt Menschen, die haben keine Ängste. Die machen einfach. Und das ist schön und das ist toll. Aber ist es nicht noch toller, wenn wir es jetzt mal werten wollen, wenn Menschen sich überwinden, die Angst haben? Vor etwas, vor einem Wechsel, vor einer Veränderung, vor Unsicherheiten, vor der Liebe, vor den Gefühlen. Wenn sich diese Menschen überwinden, wie fühlt sich das an am Ende? Ich kann nur für mich sprechen, aber immer, wenn ich am meisten Angst hatte vor etwas, habe ich gelernt, dass die Angst der Wegweiser ist, genau in diese Richtung mich vorzuwagen und zu trauen, dorthin zu gehen. Und das Gefühl danach, wenn ich die Angst überwunden hatte, das war unbeschreiblich schön. Und für dieses Gefühl lohnt es sich, seine Ängste anzusehen und sie zu überwinden. Folge deinen Sehnsüchten. Folge den schönen Gefühlen. Folge den Dingen, die sich zu schön, um wahr zu sein, anfühlen. Und wenn du denkst, dass dich Ängste hindern, dann sehe sie einfach als Wegweiser. Sie sind keine Hürde. Ängste sind Energie. Wie jedes Gefühl ist auch die Angst pure Energie. Und wenn wir uns nicht von ihr lähmen lassen, sondern wenn wir das Ganze spielerisch sehen und die Ängste als Wegweiser nutzen, dann warten da wunderschöne Belohnungsgefühle auf jeden von uns. Deswegen, wenn du Ängste hast aktuell vor einem Wandel, vor deinen Gefühlen, vor was auch immer, dann freu dich auf das Gefühl, was du haben wirst, wenn du dich nicht lähmen lässt von den Ängsten, sondern sie nutzt als Antrieb, als Wegweiser. Und dein Herz spürt haargenau, was deine Seele möchte. Ängste entspringen dem Verstand, der dich zurückhält, der dich behindert. Die Liebe kommt aus der Seele. Und der Weg zur Liebe führt über die Ängste, über den Verstand. Über den Verstand kommen wir nicht nur zur Seele, sondern zur Liebe. Also lass dich nicht behindern, lass dich nicht lähmen und lass dich nicht klein halten. Es gibt immer Gründe, etwas nicht zu tun, wenn wir welche finden wollen. Es gibt immer Gründe, einen Rückzieher zu machen vor einem neuen Schritt.
Der Verstand findet immer einen Grund, dich zurückzuhalten in dem, was du gewohnt bist. Aber wenn du ehrlich bist zu dir, weißt du, dass dich dein gewohntes Umfeld, dein bisheriges Leben nicht erfüllt hat, nicht glücklich gemacht hat. Deswegen weißt du und spürst du insgeheim in deinem Herzen, dass du es nicht verhindern kannst, deinen Herzensweg zu gehen. Du kannst es verzögern, aber du kannst es nicht verhindern, denn deine Seele wird immer Wege finden, um mit dir zu kommunizieren. Und diese Wege werden dir dann wiederum Angst machen, weil du denkst, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Aber erst dann, wenn du diese Kontrolle abgibst, die du dir mit dem Verstand aufgebaut hast, dann wirst du feststellen, dass du aufgefangen und geführt wirst von deiner Seele. Aber eben erst dann, wenn du dich traust, mutig zu sein, neue Wege zu gehen, dem Herzen zu folgen, deiner Seele zu vertrauen, dass sie dich dorthin bringen wird, wo dein Platz ist, der Platz, den du dir einst ausgesucht hast. Nicht dein Verstand, nicht dein Ego, nicht das, was programmiert wurde in diesem Leben. Nein. Dein Leben hast du dir nicht mit dem Verstand ausgesucht, sondern mit deiner Seele. Dein bisheriges Leben hast du dir mit deinem Verstand kreiert und erschaffen. Und es hat dich nicht erfüllt. Und weil es dich nicht erfüllt hat, kannst du gar nicht anders, als jetzt deiner Seele zu folgen. Also hör auf, dich zu wehren. Hör auf, Gründe zu finden, nicht vorwärts zu gehen. Und hör auf, deine Ängste als Blockaden zu sehen. Denn das ist nur die Wahrnehmung deines Verstandes. Deine Ängste sind dein Wegweiser. Und deine Ängste helfen dir, dass wenn du sie bezwungen hast, das Gefühl danach umso schöner sein wird als Belohnung für dich, dass du mutig warst. Also trau dich, zögere den Ruf deiner Seele nicht weiter hinaus, versuche ihn nicht zu ignorieren, sonst wird sie immer lauter. Denn deinem Seelenweg kannst du sowieso nicht entkommen. Auch wenn dein Verstand dir das manchmal einreden möchte. Du wirst erst dann ein erfülltes, glückliches und liebevolles Leben führen können, wenn du deiner Seele folgst. Also sei mutig, sei kreativ, folge der Freude und folge deinen Ängsten. Und wenn du sie erwischt hast, wirst du feststellen, dass sie niemals existiert haben. Nur in deinem Kopf, in deinem Verstand, der dich zurückgehalten hat. Aber in Wahrheit existieren Ängste nicht im realen Leben. Nur unser Kopf kreiert sie. Damit wir am Ende, wenn wir sie besiegt haben, umso glücklicher sein können. Der Schmerz führt dich zum Herz und die Angst führt dich zur Liebe. Und du weißt, je größer die Ängste jetzt sind, umso größer ist die Liebe am Ende. Und die liebevollsten Menschen haben am meisten Ängste. Vergiss das nicht.
und geh weiter deinen Weg. Und auf diesem Weg, auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg, darf dir, wie immer, völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.